einen wunderschönen. Was geht ab? Ich bin jetzt auf Hawaii. Hab mega geiles Wetter. Richtig geile Insel. Die Leute sind mega nett. Und ich versuche jetzt den Cocohead Trail zu laufen. Und zwar den. Das heißt, da oben will ich hin. Und da ist der Abhang. Ist wohl relativ steil. Und mit meinen Flipflops, mal gucken, ob ich das schaffe, hab vergessen, meine Schuhe anzuziehen. Ah ja, und ich hoffe, das Mikrofon wird da oben funktionieren. Denn ich denke mal, dass es da oben wieder ein bisschen windig sein wird. Ja, hab Bock. Leute. Echt easy, überhaupt nicht anstrengend. Den leichten Teil habe ich auch schon hinter mir. Ein paar Meter noch. Ja. Kondition braucht man nicht. Leute, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Boah. Fertig bin ich. Komplett durchgeschwitzt. Echt außer Übung. Aber ich habe mich noch nicht umgeguckt, aber es wird sich lohnen. Denke ich. Da ist schon mal das Meer. Oh. Mega geil. Da hinten ist Honolulu. Ja, ich brauche jetzt erstmal eine Pause hier. Liebe ist ja immer Plätze zu suchen, wo nicht gleich jeder hingeht. Ein bisschen abseits, nochmal einen anderen Blick. Das zwar manchmal am Abgrund ist. Einmal ein falscher Windstoß. Und dann war es das hier. Schwupps, wieder runterfliegen. Puh. Aber das habe ich eigentlich noch nicht vor. Eigentlich würde ich gerne auch noch auf ein paar andere Inseln gehen. Aber da kann man nur hinfliegen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen bleibe ich nur auf dieser Insel hier. Das heißt, ich werde doch keinen Vulkan sehen. Zumindest keinen aktiven.
Gönnt euch diese Aussicht hier, ey. Hammergeil. Ich hab's geschafft. Bin unten angekommen. Ohne Trinken, ohne Wanderschuhe. Ich bin jetzt aber fertig, ey. Okay, ich habe 2-3 Schlücke von irgendwelchen anderen getrunken. Aber es geht auch ohne. Und ich wette, morgen habe ich mega Muskelkater. Nichts mehr gewohnt, der Junge hier. Ja, jetzt zum Bus. Und wenn noch genug Zeit ist, werde ich eventuell noch eine kleine Runde schnorcheln. Beine sind sogar mega am Zittern. Die sind überhaupt nichts mehr gewohnt. Da hatte ich gerade echt nur fast den Bus verpasst. Nur weil ich kurz auf der anderen Seite stand, um in den Schatten zu gehen. Das erste Mal, dass ich hinterm Bus herrennen musste. Finde ich witzig. Tag. Das Video ist doch länger geworden als gedacht. Das Material hat gereicht, deswegen mache ich hier auch einen Cut. Vielen Dank fürs Einschalten und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, reingetschüss!